So, hi und hallo mal wieder. Beim Einkaufen was Neues entdeckt, und zwar das Kinderüberraschung-Riesenei. Ja, das Riesenei. Das ist der Klassiker, das normale Ü-Ei. Rechts daneben, wie ihr schon seht, das Maxi-Ei. Aber jetzt, das ist das Riesenei. Es hat schon eine beeindruckende Größe, hat es schon, im Gegensatz zu das Maxi-Ei oder Standard-Ü-Ei. Und was da jetzt drinnen stecken kann und auch in die anderen beiden Eier, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Fangen wir an mit dem kleinsten Ei, das sogenannte Ü-Ei. Ist ja ein schönes Ostermotiv drauf. Könnten aber oder sollten, glaube ich, noch die Schlümpfe drinne stecken. Und was ist da drinne? Nein. Ist was zum Spielen. Das war's. Aber jetzt kommen wir zu den beiden Eiern, wo ich mich am meisten drauf freue. Hier drinnen müsste wieder was für eine Schlümpfe sein. Ein Haus mit Figur. Das ist das klassische Maxi-Ei. Es hat 100 Gramm. Kostet, glaube ich, 2,99, 3,99. Ja, so um, ich glaube, entweder 3 oder 4 Euro. Im Gegensatz zu dieses Ei, es kostet doppelt so viel, nämlich 7,99 habe ich dafür bezahlt. Da musste ich jetzt wenig nachgucken, ob 2,99 oder 3,99, aber 3 oder 4 Euro und das 8. Und hierfür gab es 100 Gramm. Und was da jetzt drin steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt erstmal richtig an. Und wie gesagt, jeder, der sich schon mal so ein Riesenei auch gegönnt hat, möge mir kommentieren, wie er es findet, wie viel Schokolade er davon gegessen hat. Nein, Scherz beiseite. Einfach nur, wie er es gefunden hat. Jetzt machen wir das Maxi-Ei auf. Da ist wieder ein Schlumpfhaus drin. Perfekt. Dann noch in Blau. Das habe ich noch nicht. Ich habe ja zweimal das Orange bis jetzt gezogen. Und jetzt eben das Blaue. Werde ich natürlich gleich nochmal zusammenbauen. Aber jetzt kommen wir zu das Highlight. Das Riesenei. 220 Gramm. Das hat schon eine Hausnummer. Da wollen wir ja mal ehrlich sein. Und was da jetzt drinne stecken kann, das schauen wir uns jetzt auf jeden Fall an. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Es waren auch keine Bilder drauf in die Verpackung, wo die alle drinne gestanden haben. Wie ihr schon seht, das eigentliche Plastikei ist rot. Zeige ich euch mal die Haube von Maxi-Ei. Es ist schon ein Unterschied, das muss man ja mal sagen. Also bin ich jetzt mal gespannt, was hier drin steckt. Also in Maxi-Eier für die Jungs könnte man was finden. Ups. Was ist das denn? Was von Hot Wheels. Eine Bahn mit Dinosaurier. Hammer. Das ist das Hot Wheel Auto. Dann natürlich den Dinosaurier. Ich werde es mal eben zusammenbauen, dass das Video nicht zu lang dauert. Und sage mal bis gleich. So, und das ist das Haus, was ich diesmal drin hatte, das Blaue.
Kann man auch wunderbar aufklappen. Letzte meine Maxi-Eier hatte ich ja zweimal dieses Haus. Also es passt. Mein Schlumpfdorf wächst in dem Fall. Aber jetzt kommen wir zu das Riesenei. Da war ja was von Hot Wheels drin. Wie ihr seht, ein Stück Rennstrecke. Ein Dinosaurier drauf, wenn man da... Man kann ihn wohl anhalten. Das Auto kann man aufziehen, indem man es zurückzieht. Dann fahren lässt und versuchen damit anzuhalten. Also, für einen Hot Wheel-Fan weiß ich nicht, ob das was ist. Könnt ihr mir aber posten oder schreiben. Mehr kann ich zu die Hot Wheel-Sache nicht sagen. Also, jetzt wisst ihr Bescheid. In die großen Rieseneier steckt was von Hot Wheel. Es soll davon, habe ich gerade gesehen, 3 oder 4 verschiedene Bahnen gehen. Einmal mit dem grünen Dinosaurier, einmal mit dem gelben, der was anderes macht und, und. Dann gibt es noch was mit 2 Hörnern, wo man drauf drückt. Also, es kann immer wieder eine andere Bahn von Hot Wheels sein. Und in die Maxi-Eier sind immer noch meine Schlumpfhäuser, die ich natürlich weiterhin sammeln werde. Und die Hot Wheels-Sache, naja, ich wollte jetzt einmal nur mal sehen, was in so einem Riesenei drinne steckt. Jetzt weiß ich's, was von Hot Wheel, aber das Wichtigste ist ja 220 Gramm Schokolade, 100 Gramm und 50. Also sage ich mal, viel Spaß beim Essen in dem Fall und wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.